Hallo und herzlich willkommen, liebe IT-Projekt-Community. In der Reihe PM-Werkzeuge 101 schauen wir uns in jeder Folge ein wichtiges Werkzeug aus der Welt des IT-Projektmanagements an. Das heute vorgestellte Werkzeug, die Stakeholder-Einflussmatrix, ist das zentrale Werkzeug für ein methodisches Stakeholder-Management in euren Projekten. Stakeholder können Einfluss auf die Ziele und Ergebnisse eures Projekts nehmen, weswegen es unerlässlich ist, die Beziehung zu ihnen aktiv zu gestalten und zu steuern. Die Stakeholder-Einflussmatrix ist der Ausgangspunkt für gezielte und effektive Kommunikations- und auch Beeinflussungsmaßnahmen gegenüber unseren Stakeholdern. Beginnen wir zunächst wie üblich mit der Definition. Die Stakeholder-Einflussmatrix ist ein Werkzeug, das uns ermöglicht, die Landschaft der Stakeholder in unseren Projekten gewissermaßen zu kartografieren. Sie kategorisiert die Stakeholder auf der einen Achse nach ihrem Einfluss auf unser Projekt und auf der anderen Seite nach ihrem Interesse an unserem Projekt. Der Einfluss kann dabei von gering bis sehr hoch reichen. Beachtet dabei, dass eine zu granulare Bewertung selten einen Mehrwert bietet. 5 Bewertungsstufen sind absolut ausreichend. Das Interesse kann man ebenfalls auf einer Skala von niedrig bis hoch bewerten. Allerdings gibt es leider manchmal auch Stakeholder, die unserem Projekt zwar mit hohem Interesse, aber einer ablehnenden Einstellung gegenüberstehen. Eine Alternative ist die Bewertung der Einstellung der Stakeholder von ablehnend über neutral bis unterstützend. Das Ergebnis ist dann die Stakeholder-Einflussmatrix. Sie hilft uns zu verstehen, wer die Schlüsselspieler sind, wie groß ihr Einfluss auf unser Projekt ist und wie wir ihre Unterstützung am besten gewinnen können. Ein wichtiger Hinweis: Mit Stakeholdern meine ich hier in erster Linie Personen. Natürlich gibt es auch Stakeholdergruppen wie alle Vertriebsmitarbeiter, der Vorstand oder den Betriebsrat. Die könnt ihr auch mit in die Matrix aufnehmen. Beachtet aber, dass Einfluss und Einstellung von Gruppen nicht immer leicht zu bewerten sind. Was sind die Ziele und Einsatzzwecke der Stakeholder-Einflussmatrix? Unser Hauptziel ist es hier, eine klare Strategie für das Stakeholder-Management zu entwickeln. Wir wollen sicherstellen, dass wir die richtigen Leute an Bord haben, deren Unterstützung wir benötigen, und wir wollen auch unser Projekt sicher über die Ziellinie bringen. Darüber hinaus hat die Stakeholder-Einflussmatrix folgende Zwecke. Zum einen natürlich Identifikation der relevanten Stakeholder im Projekt, dann natürlich die Kategorisierung, das heißt das Einordnen der Stakeholder basierend auf ihrem Einfluss und ihrem Interesse. Drittens Priorisierung, also bestimmen, welche Stakeholder am meisten Aufmerksamkeit benötigen. Und natürlich hilft es uns dabei, eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln. Also weiterer Zweck ist die Entwicklung gezielter Kommunikations- und Managementstrategien für diese Stakeholder oder Stakeholdergruppen. Und natürlich Risikomanagement. Ja, wir wollen potenzielle Risiken in unserer Stakeholder-Landschaft natürlich erkennen können und das Engagement dieser Stakeholder entsprechend bewerten können. Kommen wir zu den Schlüsselinhalten. Die Matrix wird in der Regel in einem zweidimensionalen Diagramm dargestellt, mit Einfluss auf der einen Achse und Interesse auf der anderen. Jeder Stakeholder wird dann entsprechend seines Einflusses und Interesses in der Matrix platziert. Das Ergebnis ist eine visuelle Darstellung, die uns auf einen Blick zeigt, wem wir unsere Aufmerksamkeit widmen sollten. Aus der Position des Stakeholders in der Matrix ergibt sich dann auch die jeweils angezeigte Strategie, diesen Stakeholder in das Projekt einzubinden. Es gibt insgesamt 4 solcher Stakeholder-Management-Strategien. Stakeholder mit viel Einfluss oder sehr hohem Interesse werden dabei aktiv bzw. proaktiv eingebunden oder informiert. Stakeholder mit geringem Einfluss werden lediglich zufriedengestellt oder nur beobachtet. Da die Matrix allein nicht genügend Informationen tragen kann, solltet ihr eine Stakeholder-Tabelle führen und die Matrix nur zur Visualisierung nutzen. In der Tabelle könnt ihr zum Beispiel die jeweils geplante Stakeholder-Management-Strategie eintragen oder dokumentieren, welche Themen, Bedenken oder Erwartungen ein Stakeholder hat. Wann solltet ihr das Werkzeug einsetzen? Wie die meisten Werkzeuge solltet ihr die Stakeholder-Einflussmatrix zu Beginn des Projekts erstellen und sie dann regelmäßig überprüfen und aktualisieren. Das ist allein deshalb schon wichtig, weil sich die Einstellung der Stakeholder zu eurem Projekt natürlich auch ändern kann. Wie ausführlich, gründlich und wie oft ihr eure Stakeholder-Einflussmatrix zu Rate zieht und aktualisiert, hängt hauptsächlich davon ab, wie groß das Interesse, positiv oder negativ, der Stakeholder an eurem Projekt ist. Grundsätzlich gilt, je größer und teurer euer Projekt ist, desto mehr Stakeholder werdet ihr haben und diese auch aktiv steuern müssen.
IT-Projekte, die starke organisatorische Veränderungen ermöglichen oder nach sich ziehen, stehen ebenfalls oft im Fokus eurer Stakeholder. Passt daher euer Stakeholder-Management auf die Erfordernisse des jeweiligen politischen Umfelds eures Projekts an. Wie gehen wir vor, um die Matrix aufzubauen? Im ersten Schritt startet ihr mit einer gründlichen Stakeholder-Analyse. Ihr identifiziert alle Personen und Gruppen, die ein Interesse am Projekt haben könnten. Im zweiten Schritt bewertet ihr dann ihren jeweiligen Einfluss und ihr Interesse. Dann kommt Schritt 3. Nach dieser Einordnung im zweiten Schritt könnt ihr Strategien entwickeln, wie ihr mit diesen Stakeholdern umgeht, um die Unterstützung für euer Projekt zu maximieren. Das heißt, ihr wählt die passende Strategie aus und müsst natürlich passend zu dieser Strategie auch Maßnahmen definieren. Notiert eure Erkenntnisse jeweils in der Tabelle. Diese Tabelle sollte vertraulich behandelt werden und nicht mit zu vielen Kolleginnen und Kollegen geteilt werden. Ihr könnt die Stakeholder-Analyse allein durchführen. Das setzt allerdings voraus, dass ihr euer Unternehmen und die politischen Verhältnisse in eurer Organisation sehr gut kennt. Daher empfehle ich euch, mindestens einen erfahrenen und vertrauenswürdigen Kollegen hinzuzuziehen, der als Sparringspartner an der Erstellung mitwirkt. Ist das politische Umfeld eures Projekts weniger brisant, so könnt ihr die Stakeholder-Einflussmatrix natürlich auch mit vielen weiteren Teammitgliedern teilen und bearbeiten. Hier noch ein paar Tipps aus der Praxis zum Umgang mit der Stakeholder-Einflussmatrix. Zum einen natürlich, Kommunikation ist der Schlüssel. Stellt sicher, dass ihr regelmäßig mit euren Stakeholdern kommuniziert und sie über den Projektfortschritt informiert. Bei größeren Projekten könnt ihr zum Beispiel auch sogenannte Sounding Boards veranstalten, in denen ihr unverbindlich zum Projekt berichtet und Feedback, Sorgen oder Erwartungen einsammelt. Flexibilität bewahren, Punkt 2. Ihr solltet stets bereit sein, eure Stakeholder-Strategien anzupassen, wenn sich die Interessenlagen und Machtgefüge in eurer Organisation ändern. Dritter Tipp, zeigt Wertschätzung. Vergesst nicht, den Beitrag eurer Stakeholder zum Projekt zu erkennen, anzuerkennen und zu würdigen. Auch hier könnt ihr wieder die Sounding Boards zum Beispiel als Bühne nutzen, um euer Projekt angemessen zu präsentieren und Stakeholder angemessen zu würdigen. Und damit der Einsatz der Matrix nicht schiefläuft, möchte ich euch noch auf ein paar Fallstricke aufmerksam machen. Typische Fehler hier sind natürlich Vernachlässigung von Stakeholdern mit geringem Einfluss. Auch sie können kritische Botschafter für euer Projekt sein. Und deswegen schaut ihr da mal besser genauer hin. Zweiter Fallstrick ist die Überfokussierung auf hochrangige Stakeholder. Das kann dazu führen, dass ihr die Bedürfnisse anderer wichtiger Beteiligter überseht. Dritter Punkt natürlich eine statische Sichtweise. Das heißt, diese einmal erstellte Matrix ist nicht in Stein gemeißelt. Sie muss regelmäßig überprüft und aktualisiert werden. Zusammengefasst ist die Stakeholder-Einflussmatrix also nicht nur ein Tool zur Bewertung der Landschaft eurer Stakeholder. Sie ist eine strategische Karte, die euch navigieren lässt durch die manchmal auch etwas stürmischen Gewässer des Projektmanagements. Wenn ihr sie geschickt einsetzt, werdet ihr feststellen, dass sie ein unverzichtbarer Bestandteil eures Projektmanagement-Arsenals sein wird. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt wertvolle Einblicke gewonnen, die ihr in euren Projekten umsetzen könnt. Bleibt neugierig, bleibt engagiert und vor allem viel Erfolg in euren Projekten. Bis zum nächsten Mal.